Hallo liebe Freunde, Thema WordPress Bildgalerie. Ich habe wirklich sehr lange im Netz recherchiert. Leider gibt es keine Videos auf Deutsch, die sind alle auf Englisch. Aber auch im Netz wird man nicht unbedingt fündig. Ich dachte, ich mache das Video kurz, damit Sie auch, falls Sie vor diesem Problem stehen, das lösen können. Und zwar, es geht darum, ich habe hier eine Galerie und wenn ich auf Galerie klicke jetzt hier, geht das Bild so auf. Aber ich möchte nicht, dass das Bild so aufgeht, sondern ich möchte, dass das Bild in eine externe Seite aufgeht. Die Lösung dafür, wie gesagt, ich habe lange gesucht, ist aber sehr einfach. Da gibt es eine Plugin, der ist auch nicht allzu groß, nimmt auch nicht allzu viel Speicher weg. WordPress Gallery Custom Links, das laden wir uns runter. Dann gehen wir zurück auf unsere Seite, klicken hier rein. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen erklären muss, wie man so eine Galerie erstellt. Das ist wirklich sehr einfach. Da geht man hier drauf auf das Bild, markiert das Bild und wenn man hier runterkommt, kann man dementsprechend eine URL eingeben. Ja? Das heißt, Sie können das Bild jetzt in eine andere Seite verlinken und ich verlinke das einfach auf der Seite, wo wir gerade waren. Ja? Und dann können Sie mal den Unterschied zwischen diese zwei Fotos mal sehen. So, Galerie aktualisiert, aktualisieren. Wir gucken uns das mal jetzt an, ob das funktioniert oder nicht. So, hier haben wir das Bild, welches verlinkt werden muss. Ich klicke erstmal hier auf das Herz in der Mitte und wie Sie sehen, hier geht das Herz auf. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, darf nicht mehr das Bild aufgehen, sondern es muss diese Seite kommen, wo wir gerade waren, also mit WordPress. Und da sehen Sie, das ist genau da. Ich hoffe, das Video kann Ihnen weiterhelfen. Mir hat es enorm geholfen. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Video.